zu Daisy Epoch Generous. Ja, ihr seht, ich habe mich aufs Krankenhausdach geflüchtet. Ich musste aus der Schule raus und habe in der Schule noch hier einen Alice-Rucksack gefunden. Und ja, das Blöde ist jetzt, als ich den Rucksack, ich hatte in meinem Rucksack ja noch, ja, war jetzt nicht wichtig, zweimal trinken oder so. Als ich den Alice-Rucksack aufgehoben habe, war natürlich der andere Rucksack weggebackt. So, ich habe jetzt auch da noch Klamotten gefunden, andere. Und zwar Banditen-Outfit, glaube ich. Wenn ich jetzt den Alice-Rucksack hier ablege, nicht, dass der dann auch weggebackt ist. Da habe ich ein bisschen, ja, ein bisschen Angst jetzt, weil gar kein Rucksack, da unten steht eine Kiste übrigens. Ja, hier im Krankenhaus will ich mir jetzt noch ein Bloodpack auf jeden Fall besorgen. Ja, was meint ihr, soll ich es machen? Ich meine, es gibt nämlich auch Surfer, wenn du was ablegst. Warte mal, wir testen das mal anders. Ich werde jetzt mal ja, ich leg mal hier die Dose Trinken ab. So. Wenn die da liegt, sie liegt da, okay. Ich glaube, ich könnte das riskieren, ne? Ich riskiere es jetzt einfach mal. Leg den Rucksack ab. Er ist da, okay. Weil das ist auf den, also es ist ein ganz seltener Surfer, wo man die Klamotten mit Rucksack sich umziehen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt gewesen ist. Ja, und ich glaube, man sieht dann auch den Rucksack nicht mehr. Ich glaube, es dauert jetzt ein bisschen, bis er mir den anzeigt. Das dauert jetzt einen Moment. Das hatte ich schon mal. Aber ich glaube, das ist so ein Outfit. Ist zwar dasselbe, was ich vorher anhatte, außer dass ich jetzt um den Kopf so einen Lappen gewickelt habe. Aber man sieht keinen Rucksack mehr. Seht ihr, jetzt zeigt er mir den an. Ja, so einige Tricks lernt man mit der Zeit, wie das funktioniert. Ja, und es gibt wirklich nur ganz wenige Surfer. Ich glaube, wenn ich den Rucksack angelassen hätte, ich weiß jetzt gar nicht, der Rucksack ist, glaube ich, nicht weg, aber der Inhalt wäre weg gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da schon was drin habe. Dem Inhalt. Ja, und wie gesagt, ich nehme jetzt noch den Part hier jetzt alleine auf und im nächsten Part ist dann der Milo wieder dabei. Also bis jetzt sagt mir der Surfer absolut zu, vor allen Dingen, was ja richtig schön war, dass ich eben, wie gesagt, mit nichts gestartet bin. Ich finde das eigentlich gut, dass man sich dann erst selber alles suchen muss. Und eben vor allen Dingen, dass man sich auch nicht hier irgendwie einen Charakter aussuchen kann, schon voll Equipment ist und dann spawnen kann, wo man will. Ja, das sind zwar schöne Hilfsmittel für PvP und so, aber für mich ist das jetzt ehrlich gesagt nichts. Ich möchte dann schon doch alleine hier alles erkunden und finden. Und auch alleine alles bauen, ohne irgendwie von jemandem alles geschenkt bekommen. So, gucken wir mal in der Kiste rein. Da ist natürlich noch nichts drin, ne? Ich sehe hier auch noch nirgendwo. Ich würde aber gern ein Bloodpack mitnehmen. Ja, und die Zombies lauern natürlich schon hier unten. Meine Schritte höre ich nicht, aber den Zombie seine. So, haben wir hier was? Hier haben wir zumindest schon mal ein kleines bisschen was. Epifrin. Ne, Epifrin brauche ich nicht. Und Verbände habe ich auch genug. Aber es liegt schon mal was da. Das ist doch ein gutes Zeichen.
So, ich hoffe mal, die werden ja jetzt nicht hier reinkommen, ne? Ich denke mal, ich kann jetzt hier in dem Schrittgang kann man sich bewegen, ohne dass die Zombie auf einen aufmerksam werden. Es sei, die sehen einen. Dann ist natürlich wieder anders. So, haben wir hier was? Hier haben wir nichts. Gehe ich mal noch da in den hinteren Raum. Den vorderen Bereich gucke ich mir zum Schluss an. Ja, ist immer kein gutes Zeichen, wenn auf der Bank hier vorne schon nichts liegt. Ah ja. Ich habe mich geirrt. Es ist vielleicht doch ein gutes Zeichen. Denn hier haben wir ein Blood Pack. Was ich natürlich auch gleich mitnehme. Und Morphium auch nochmal. Okay, dann nehmen wir mal den Verband auch noch mit. So, normalerweise könnte ich eigentlich die Sachen im Rucksack packen. Die kann man ja später verkaufen. So. Vielleicht habe ich ja Glück und finde noch ein zweites als Reserve. Hier in der Ecke spawnt nämlich auch immer was. Das ist aber jetzt Antibiotika. Wenn ich es richtig sehe. Und hier haben wir nur Verbände und Antibiotika, ja. Ja, schade. Aber vielleicht im vorderen Bereich, wo die Zombies sind. Vielleicht liegt da ja noch ein Blood Pack rum. Und dann sind wir zumindest arzneimäßig schon wieder komplett ausgerüstet. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Langsam bewegen. Da hinten kriecht einer draußen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob das jetzt Sonne-Medi ist, wo die nicht rein können. Da läuft einer, aber der geht weg. Da haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Nach oben gehe ich nicht mehr, keine Sorge. Aber manchmal liegt hier unten noch was. Aber leider auch nicht das, was ich suche. Hatte ich jetzt eigentlich gezittert? Nee, weil mich doch vorhin ein Zombie mal getroffen hat. So, gehen wir mal bloß noch auf die andere Seite gucken. Und dann könnte ich eigentlich noch mal zu der einen anderen Feuerwehr gehen. Vielleicht gibt es ja da noch eine schöne Zweitwaffe. Ja, das kann irritieren da, wenn sie die ganzen Zettel hier auf der Erde liegen haben. So, hier ist auch nichts. Okay, dann müssen wir uns mit dem einen Pack begnügen. Jetzt muss ich nur überlegen, wo es noch mal zu der anderen Feuerwehr ging. Ich glaube, wenn wir hier in die Richtung gehen, ne? Ah ja, gut. Der ist ja dann noch langsamer wie ich. Auch wenn der mich jetzt gesehen hat. Ja, der hat mich natürlich gesehen. Kann ich jetzt so gleich rennen. Oh, da steht auch wieder so ein LKW. Gehen wir den mal testen erst. Nicht, dass es jetzt nur diese alten LKWs hier gibt. Das würde ich jetzt auch nicht so gut finden. Ich meine, es war ein schönes Fahrzeug. Aber ja, der hat ja Vollsprit. Und der andere sah auch nicht viel besser aus. Na, seht, da haben wir sogar jetzt schon einen fahrbaren Untersatz. Muss ich aber den Ton noch ein bisschen leiser machen. Das ist ganz schön laut. So. Ja, Zombies, ich muss hier mal kurz reingucken. Ne? Eine Zweitwaffe wäre schön. Ist das nicht dieselbe Waffe, die ich schon habe? Nee, das ist eine andere. Ne, Moment. Oh, oh, die sind aber schnell.
Okay, dann locke ich die Zombies erstmal woanders hin. Oder ich schieße einfach ein paar ab hier. So. Was stört ihr mich auch? Könnte sein, dass das dieselbe ist. Nee, ist eine andere, ist eine M4. Nehmen wir mal mit. Das extra Stänger auch. So, dann würde ich aber gerne mal hier noch gucken. Oh, ein MRE. Oh. Jetzt hat er was anderes aufgenommen, ne? Die Sau. Du sollst das MRE aufnehmen und nicht hier eine schrottige Dose. MRE ist gut, da füllt sich euer Leben, glaube ich, auch auf. Es gibt Surfer, da hat ein MRE sogar Trinken auch noch mit aufgefüllt. Aber ja, ne. Oh, hier haben wir aber noch einen, so ein Teil. Braucht man ja dann später auch zum Bauen. Sehr schön. Ja, dann sind wir hier in Elektro eigentlich schon fertig. Können wir mit dem LKW eigentlich in Richtung Inland ein bisschen fahren. Jetzt kommt er erst an hier. Ne? Schon erstaunlich. So. Ja, dann würde ich sagen, geht das jetzt hier ins Inland eigentlich, wenn ich jetzt hier geradeaus fahre? Nee, doch. Ach, ich wollte ja den Ton mal ein bisschen leiser machen, weil der LKW ganz schön laut ist. Oh, ich kann die Kamera gar nicht bewegen. Gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Die ist feststehend. Aber Moment mal, war der nicht? Nee, hier fahren wir jetzt in Richtung Scherno, ne? Ich wollte doch, eigentlich wollte ich doch Richtung Starry. Ja, kann ja auch mal vorkommen. Okay, jetzt haben wir zweimal so einen LKW gefunden. Einer war spritleer. Und der ist komplett voll. Das heißt jetzt, ja, zweimal die gleichen LKW. Da müsste man mal schauen, jetzt genau aufpassen, dass wir an die Straßenrändern oder so. Aber der ist eigentlich ziemlich zügig unterwegs hier, der LKW. So, soweit ich weiß, nach da hinten, ne? Genau, hier wollte ich raus. Bei der Feuerwehr. Oh, da war wieder der Grafikbug. Hau bloß ab. Bleib hängen am Zaun oder so. Brauchte ich nicht. Na, ich denke mal, dass Milo der Surfer auch gefallen wird. Wir fahren aber jetzt erstmal nach Starry. Um mir die Preise anzuschauen. Ja, und wenn die Preise auch okay sind, also jetzt nicht zu übertrieben sind und so, dann ist es doch schon mal richtig gut. Weil, wenn ich ehrlich bin und so, diese Surfersucherei, die
strengt übelst an. Man wird übelst schnell müde, weil man ja auch immer sich wieder auslocken und dann nächsten Server versuchen und wieder einlocken. Und dieses Außen eingelocke, das ist ziemlich stressig. Da wäre ich jetzt schon froh, wenn das hier jetzt der Server ist, wo man bleiben kann. Ja, eigentlich haben wir ja alles gefunden, ne? Ich will mal kurz prüfen. Ich habe doch eine Scheibe bei mir. Ich wollte eigentlich aussteigen. So, ich habe doch eine, aber ja, man sieht hier schon, er hat hier fast Platten. Aber die Scheiben sehen ja auch nicht mehr so gut aus. Wo könnte man den jetzt reparieren? Town. Ausrüstung. Hallo, hier muss doch das mit dem Reparieren vermisse ich jetzt ein bisschen. Kann man den nicht reparieren? Oder was heißt das denn überhaupt? Passiert nichts. Passiert auch nichts. Ja, eigentlich müsste hier unten doch was zum Reparieren stehen. Oder man kann den wirklich... Na, da hätte ich ja keine Scheibe gefunden. Aber da kommt schon wieder ein Zombie. Na gut, das werden wir noch rausfinden. Anscheinend kann man die nur an der Tankstelle reparieren oder so. Aber... Ja, oder, nee, da hätte, nee, ach so. Ja, ach so, ja doch, es kann auch sein, dass das, aber eine Scheibe war ja kaputt. Da hätte es ja anzeigen müssen. Ich dachte jetzt, er zeigt das vielleicht nicht so, dass man auf Reparieren oder Entfernen, demontieren. Dass vielleicht nur dann, wenn du jetzt eine Scheibe hast und da ist wirklich eine Scheibe kaputt, dass es dann auch anzeigt, eine Scheibe, die kaputt ist. Aber... Scheint auch nicht zu sein. Fahren wir hier. Ich glaube, mit so einem LKW haben sie früher immer die Kohle, hier Kohlen, wenn Leute Kohlen brauchten. Also kein Geld jetzt hier. Ich meine hier diese schwarze Kohle zum Heizen. Und in den 60er, 70er Jahre sind die dann mit so einem alten Teil. Ja, und hinten die ganzen Kohlen drauf. So, jetzt gibt mal ein bisschen Stoff hier. Ja, wenn Milo dann im nächsten Part mit dabei ist, dann muss ich ja dann wieder runterfahren zur Küste. Das werde ich dann aber nicht aufnehmen. Ich werde dann aufnehmen, wenn ich dann bei Milo bin. Und in der Zwischenzeit, wo ich dann da runterfahre, kann Milo sich ja ausrüsten da unten. Ja, und ich kann mich immer wieder nur bedanken für die ganzen netten Kommentare und für die Zuschauer überhaupt jetzt, dass so viele gucken. Freut mich echt sehr, dass euch das jetzt so begeistert, hier zuzugucken. Und ja, und ich hoffe, ihr bleibt noch weiter dabei. Denn so schnell wird die Sie hier auf Sensemann Tod nicht enden. Da war ja der Schweinestall noch.
Na, lass ich jetzt aber mal. So, ich glaube, warte mal, wie war denn das jetzt? Ich habe da eine Karte gefunden, ja. Ach, hier gibt es auch noch so einen. Aber der ist ein roter Fleck. Was findet man denn da? Aber er zeigt mich nicht auf der Karte an, ne? Nee. Na gut. Markiere ich mir Mastari. Und ihr habt ja gesehen, man findet eigentlich ziemlich schnell alles. Sollte ich vielleicht hier lang fahren? Ich mach das mal eben. Haha, Zombie, war zu spät. Ich meine, ist ja auch noch eine Teerstraße, ne? Vielleicht hier? Weil irgendwie geht mir die andere Straße jetzt ein bisschen zu weit nach links dann. Ja, und bauen werden wir dann sicherlich auch wieder an dem See. Obwohl ich hier bis jetzt keine einzige Base gesehen habe, das gefällt mir auch schon wieder richtig gut. Ja, dieser Sandweg sollte eigentlich, führt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und dann schauen wir uns schnell noch an, ja, wie die Preise sind, hatte ich ja schon gesagt. Und ich hoffe nur jetzt gerade, ja, lass es nicht zu überteuert sein. Ja, selbst wenn es jetzt etwas teurer ist, sagen wir mal, die Blutpool kostet nicht 60 Gold, sondern kostet auch einen Briefcase, ist es eigentlich auch okay. Und irgendwie fahre ich jetzt, ah, da vorne geht es aber nach rechts, okay. Dann müsste ja der Sandweg hier eigentlich gleich aus dem Wald rausführen, ne? Und dem LKW hier würde ich eigentlich lieber verkaufen, plus diese andere Waffe noch, die ich zusätzlich hatte. So, ich glaube, hier müssen wir lang. Okay, jetzt fahre ich hier aber querfeldein. Ich hätte doch geradeaus weiterfahren sollen auf den Sandweg. Aber wie ihr seht, Urals, die fahren ja, oder sagt man das überhaupt so, die Mehrzahl von Ural, die fahren eigentlich auf dem Rasen nicht so langsam, ne? Jetzt hat er gerade nämlich einen Gang drin gehabt, der war richtig schön leise, ne? Aber es ist meistens immer nur, wenn man voll fährt und dann müsste man nur, wie jetzt, nur geradeaus fahren. Sobald man dann wieder eine Kurve macht oder so, eine schärfere, muss er wieder einen Gang runterschalten. Ja, wenn ich das hier sehe, und hier steht auch noch so ein anderes Auto, aber den kann man nicht beim normalen Händler verkaufen. Ui. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Ja, sieht ja hier ganz normal aus, ne? Nicht, ah, und ist eine offizielle Safe Zone. Das habe ich nämlich auf den einen Server, den wir da getestet haben, sehr stark vermisst. So, gucken wir erstmal, was ich für den LKW kriegen würde.
weiß jetzt nicht, wo der ungefähr drin ist, aber hier waren, glaube ich, die SUVs. Hier bei Trax, ne? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Der hat den gar nicht. Ist das nicht hier so ein... Wo sind denn jetzt hier nochmal die Ural? Hier. Ist das nicht so einer hier, so ein alter... ich guck mal eben. Was ist das für ein Fahrzeug? Ist ein V35. Tatsächlich. Anscheinend kann man den gar nicht verkaufen. Na, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ich guck mal eben schnell, ob hier was Schönes drin liegt. Ah, eine G36. Aber die kann ich jetzt nicht gleich noch mitnehmen, oder? Nee. Müssen wir die andere erst verkaufen. Und da fällt mir ein, dass ich die Klamotten gleich mal verkaufen könnte. So, hier nochmal schnell reingucken. Liegt hier vielleicht auch eine Waffe? Nein. Nicht, dass da wieder eine AS-50 drin liegt. So, die Preise. Ich wollte erstmal hier ganz wichtig wegen den Preisen. $60 ist perfekt und der Safe dürfte einen Briefcase kosten. Zwei Briefcase, sehr gut, da sind sie ein bisschen wertvoller. Und Kombinationsschloss ist aber sehr billig, kostet $4, das ist auch sehr schön. Auf manchen Servern haben sie ja die Kombinationsschlösser übelst teuer gemacht. Ja gut, zwei Briefcases, aber gut, dann hat man wenigstens nicht übelst viele Saves, ne? Dann kauft man die mit Bedacht. Aber dass die Blood Pool eben 60 kostet, das ist nämlich okay. Ja, das wäre okay eigentlich. So, ich will jetzt mal zu dir und dir die Klamotten geben. Was gibst du mir denn für die Zivilklamotten? Ein Gold. Ja, hier, dann nimm doch. So, sie sollen dein sein. Ja gut. Na, das mit den Waffen mache ich dann noch schnell offline. Wenn die überhaupt hier verkauft werden können. Aber hier hat man die meiste Chance, weil ja er hier in der Ecke der Schwarzhändler noch ist. Der auch noch zusätzliche Waffen verkauft. Okay, dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Easy Epoch Chernarus und dann mit Milo. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.